Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Oh nein! Gabelbock verstorben. Zurück zu Planet Zoo in unserem wunderschönen Zoo, wo aus all ausgewachsenes 12-jähriges an Alter und Schwäche verstorben ist. Tut mir leid, aber wir davon. Oh, wir erwarten schon Nachwuchs bei den Steppenzebras. Also ich hätte echt nicht gedacht. Ich habe echt schon den bereit gemacht. Aber dass hier vorne so viel los ist, hätte ich echt nicht gedacht. Wir machen vielleicht mal später einen großen Rundweg um alles herum noch. Aber heute soll es um die Kommodoverane gehen. Ah ne, der sollte schon gerufen bleiben. Verstorben nicht in der idealen Temperatur? Dir geht's doch super. Zeig mal kurz die Temperaturanzeige an. Ja, okay, ich kann auch nicht jede Ecke gerade abdecken mit dem Dreck. Das ist halt problematisch. Im Winter ist es ja... Oh, scheiße, im Winter, wir brauchen da Hitzeteile drin. Die hätte ich jetzt beinahe vergessen. Wartet. Moment. Da ist was. Eine Heizung brauchen die ja. Die brauchen ja volle Heizkörper. Nein, ah. Oh. Nein, oh. Immer derselbe Knopf, der ist verlockend. So, ich platziere die jetzt einfach. Das ist mir mittlerweile wurscht geworden. Wie viele Krokodile haben wir eigentlich mittlerweile? Da müssen wir doch auch langsam schon welche wieder rausschmeißen, oder? Tiere, 4 Stück. Ah, die 2 sind noch klein und weiblich. Oh. Da hat's gerade Bär gemacht. Wo hat der Bär gemacht? Oh mein Gott. Wir haben ein Baby-Dallschaf. Da auch. Oh mein Gott. Wie süß. Gott, sind die putzig. Guck euch diese kleinen Dinger an. Mei. Wo ist der Papa? Wo ist der stolze Papa? Da vorne ist er. Da hüpft er rum. Nee, das ist gar nicht so. Wo ist der Papa? Da ist er. Er kackt gerade vor das Fenster. Ja, er hat immer noch seine Verletzungen, aber er ist genial. Oh. Das Gehege finde ich auch schon, aber auch also gar nicht mal so schlecht aus. Ich hätte es echt schlimmer erwartet. So, die Trampeltiere haben jetzt einen Hitzeschutz. So. Dann gehen wir weiter zu den Komodava. Ja, willkommen, ich werde eine Diva. Wasser. Oh. Das ist jetzt ein Problem. Das können wir aber beseitigen, indem wir in eine Richtung mit Wasser probieren wollen. Wenn die jetzt damit kommen, dass sie sich anstellen müssen für wieder... Ich musste mich gerade eine Sekunde anstellen, damit ich da reinkam. Tierpflegerhütte, au. Da sollten wir vielleicht mal eine neue bauen, ne? Aber kein Problem, dafür haben wir ja hier hinten. Warte mal, Gehege, nee, Einrichtungen. Mitarbeiter. Da hatten wir so eine richtig coole neue Mitarbeiterraum, Quarantäne. Tierarztpraxis, Tierpflegerhütte, große Tierpflegerhütte. Verdammt, schon wieder der falsche Button. Das passt mir, passiert mir jedes Mal. Da kommt eine Tierpfleger hin und eine Tierpraxis, der kommt hier auch nochmal hin. Und was haben wir abgeschlossen? Die Getränkeläden sind fertig. Tränkeläden, dann kommen jetzt noch die Souvenirläden. Bei der Transportgeschäfte sind wir bei der Hälfte und da sind wir auch bei der Hälfte. Okay.
Veterinärforschung, wie schaut's da aus? Trampeltier, erstes Stück fertig gemacht. Da sind wir bald durch. Dann können wir da Steppenzebra fertig machen lassen. Dann kommt das Leistenkrokodil, das Dallschaf. Und der Rest. Und dann gehen wir in die Krankheiten rein, die wir auch dementsprechend vielleicht erforschen sollten. Jetzt schüttet es schon wieder. Mein Gott, das kann auch nur schütten hier. Kümmern wir uns endlich um das eigentlich, um was es die ganze Zeit geht. Das Gehege hier. Zack. Dann machen wir hier in der Mitte schön was ab. Gehege drücken. Und ein Wasser rein. Gültig, zack. Was mich interessieren würde, wenn ich einen großen Fluss mache, an einem Punkt nur eine Wassersäuberung, müsste doch der Fluss rein theoretisch doch dauernd weiter gesäubert werden. Weil doch das Wasser an der einen Stelle vorbeiläuft, oder? Oder etwa nicht? So, ich würde mal sagen, wir schicken mal die Komodovorande da rein. Mega Leistende. Ich find's geil, dass er halt mega heißt. Ach, guck mal, ich kann sogar mehr an zusenden. Ist mir gar nicht aufgefallen, dass das die ganze Zeit schon funktioniert. Der heißt halt Mega und Leistenkrokodil. Das Mega Leistenkrokodil. Wir müssen auch voll das Wasser echt abfallen. Und haben wir denn nicht da drin ein Loch gehabt irgendwo? Da müsste ja voll das Wasser jetzt reintröpfeln. Oder du müsstest es sehen, wo es reintröpfelt. Nee, da tröpfelt nichts rein. Weißt du was, wir sind hier auch mal so gnädig, wir bauen hier auch neue Fenster ein. Einwegspiegel. Zack. Wo sind die eigentlich? Das mit dem mal stabilen Rückzugsort, das passt ja noch nicht. Aber darum muss ich mich auch mal kümmern. Das sind alles so Kleinigkeiten. So, jetzt sind die angekommen. Und das heißt für mich instant, ich muss mir angucken, was die wollen. Geländemäßig, ganz wenig langes Gras, mehr Sand, mehr Felsen. Bedeutet, wir machen mal Geländemalerei wieder. Machen die mal ein bisschen schwächer. Und machen das komplette Gebiet hier außenrum. Kann das denn sein, dass die schon einen stabilen Rückzug... Ah, ne, haben wir sie gar nicht. Sand machen wir nur hier bis vorne. Dann brauchen wir Fels rau. So. Immer noch zu wenig Fels. Dann kommt hier kurz das Gras hin und jetzt ist alles hier grün. Perfekt. Stabilen Rückzugsort braucht ihr. Schauen wir uns erstmal die Umgebung an. Bepflanzung. Natur. Alle Filter weg. Filterbiom brauchen wir. Tropen und Graslandschaft. Tropen und Graslandschaft. Kontinent Asien. Und hier werden alles so über so ein bisschen Sachen rumstehen. Weil die wollen Ebenpflanzung haben, volle Wäsche. Ist vielleicht ein bisschen, die sind vielleicht ein bisschen groß hier. So. Voll bepflanztes Gebiet.
Felsen gibt es ja keine. Dann gehen wir auf Gehege. Filtern nach Art. Komodoverane. KKKK. Komodoverane. Da haben wir es alles. So. Langsamer Futterspender. Interessante Sache. Ich würde hier mittlere Schlafmöglichkeiten reinsetzen. So. Dann gehen wir auf Spielzeuge. Doch Futterbeschäftigung brauchen wir zum Beispiel. So. Beutel Duftsack. Das sollten wir unterspielen. Alter, einer reicht da schon. Das glaube ich irgendwie nicht. Wir brauchen hier unten noch ein großes Esstablett. So. Fühlt ihr euch echt schon so wohl? Oh, will der maximal nur zwei haben? Dann ist rein Überflugposition. Ups. Warte mal, ich brauche ein Weibchen. Das Handelszentrum lagern. Sorry. Tierhandel. Ach kacke, den kann ich nicht mehr verkaufen. Ja, das ist jetzt blöd. Wieso darf ich dich jetzt zum Beispiel nicht verkaufen? Dann wirst du immer eingelagert bleiben. Für was kaufe ich denn dann so ein riesiges Gehege? Was hätten die required, könnte ich es einfach halbieren. So quer durch. Gelände. Ich hab voll übertrieben. Oh shit. Ja, das war über 3 hoch 10. Hupsi. Kann auch mal dem Besten passieren. Mein Handy fängt schon an zu vibrieren, als ob der Weltuntergang daherkommen will. Ja, dann haben wir den ersten. Meine Nualas haben mich echt nicht gern, habe ich das Gefühl. So, Tiere. Wo ist denn das zweite Männchen dann? Ich hab hier nur auf der Liste 1. Ich hör's doch knallen. Und das die beiden. Junges Männchen. Bisschen älteres Männchen. Tier freilassen. Tschüss. Oder da haben wir schon. Die muss ich auch mit Hitze versorgen wahrscheinlich, ne? Bedeutet hier wird jetzt auch nochmal ein. Nee, Wärmeapparat. Ein Herzkörper. So. Die sollten die Gebiete schön warm halten. Veterinärforschung abgeschlossen. Und welche ist es? Trampeltier. Jawohl. Veterinärforschung. Was ist hier denn jetzt schon wieder? Ah, Wildhund ist fertig. Perfekt. Dann sollte er den Wildhund gemacht haben, das Steppenzebra fertig machen. Ganz easy. Tier ist hungrig. Haben meine Leute schon wieder vergessen, euch Futter zu geben? Bessere Frage, wo ist euer Futtertablett? Wollt ihr mich verarschen? Ich habe für die leisten Krokodile kein... Bin ich ein Depp? Ja. Großes Essenstablett. Und fordern gleich mal hier 20 Kilo Futter an. Dann füttert die doch. Herrgott, für was stelle ich die denn an? Da kann ich aber auch keinen rufen.
Muss ich jetzt also hoffen, dass sie es schaffen. So. Ah, Rentiere, die werden auch immer weiter erforscht. Also stimmt, wir haben die Komodowaran jetzt auch alle. Schaut aber gut aus. Was kann ich mit der Dame? Ah, wahrscheinlich besseres Infos über die Tiere jeweils. Blieblablups. Ernsthafte Verletzung? Also falls du stirbst, ich habe einen, der bräuchte den Platz notfalls, ne? Das wird schon wieder dunkel. Ah ja, 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 ja. Was war das denn für eine Aktion? Wolltest du den Kot essen oder was? Gehen da eigentlich mittlerweile Leute hin? Ja, gehen sie. Geil. Als einiges plant der Tierart Steppenzebra in die Wildnis frei. Nimm 4 verschiedene Gehege-Tierarten auf und platziere sie. Erhöht den Bildungswert. Oh Gott. Aber Leute, das war's für diese Folge. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Wenn ihr Ideen habt, schreibt sie in die Kommentare. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.